Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test vom Pyroland das Singleshot Bombenrohr Pech und Schwefel mit dem Effekt Salut Orange. Ein BKS und Crosette Bombenrohr. Ich bin sehr gespannt, freue mich darauf, hatte ich noch nie. Weiß aber, dass an sich so diese ganzen Pyroland Singleshot Teile echt nicht schlecht sind. 24,5 Gramm NEM, ich denke, das wird ganz gut scheppern. Hergestellt 2020, ja. Ich finde so allgemein auch diese ganze Vermarktung mit dem Pech und Schwefel und so, ich finde das echt cool. Coole Idee. Edel verarbeitet, muss man auch sagen. Eine Anzündschnur natürlich, ist klar. Zweite, wozu auch. Hat ja auch nur einen Schuss, das Ding. Vor allem tatsächlich stabiler Erdspieß. Nicht so wie sonst dieses Wackelige, das ist wirklich stabiler. Ja, dann hätte ich gesagt, geht's jetzt los. Wird ein etwas kürzeres Video, weil es hat ja auch nur einen Schuss. Wir reden gar nicht groß. Auf geht's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test. Pyroland, Pech und Schwefel. Wow, Alter. Da wird man ja voll abgeschossen bei diesen Teilen. Lecco mio. Aber auf jeden Fall insgesamt schon echt okay. Macht ordentlich was her. Vor allem der Salut war echt laut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.